In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die verdeckten Kanten nach DIN darstellen könnt. Erstmal vorab, falls ihr mit dem Möbel weiterzeichnet, was wir letztes Mal gezeichnet haben, dann hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das ist mein Fehler, und zwar sind die Stollen komplett gestrichelt dargestellt. Dazu gehe ich mal kurz rüber in die Konstruktionsebene, ändere die Linienart aller Stollen auf 0,5 Solid und dann mache ich mit dem Video weiter. Das habe ich jetzt gemacht und dann muss ich anschließend noch einmal auf Aktualisieren drücken, damit die Linienart auch übernommen wird in den Ansichtsbereichen. So, es gibt eine Möglichkeit oder erstmal vorab, wir haben hier jetzt eine Darstellungsart eingestellt, wie diese Objekte eben dargestellt werden sollen. In der Konstruktionsebene arbeiten wir meistens mit Drahtmodell oder gegebenenfalls auch mal mit OpenGL. Hierbei ist es jetzt aber voreingestellt, dass nur die sichtbaren Kanten dargestellt werden. Wir können auch alle Kanten wählen, dann eben nochmal aktualisieren klicken. Dann werden auch die verdeckten Kanten dargestellt, aber dummerweise in der falschen Linienstärke. Wir können hier jetzt zwar auch noch einstellen, dass bei den Einstellungen der Hintergrunddarstellungsart, dass die Linienart eine andere wäre oder aber auch, dass die auch dunkel dargestellt werden und nicht so grau wie hier. Aber trotzdem ist es noch in der falschen Linienstärke. Dazu müssen wir anders vorgehen. Und zwar bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, wir müssen hier die Hintergrunddarstellungsart erstmal lassen wir auf nur sichtbare Kanten. Aktualisieren vielleicht nochmal, damit es da richtig aussieht. Und dann gehen wir auf die Einstellung verdeckte Objekte hier. Dazu wählen wir einmal eine andere Klasse aus, drücken dann Steuerung A, um alle Objekte ausgewählt zu haben. Und dann gehen wir einmal auf Bearbeiten. Jetzt können wir hier einstellen, dass diese Klassen bitte in der Darstellungsart alle Kanten dargestellt werden sollen, aber dass wir die Objektstiftart von den verdeckten Kanten nicht beibehalten werden wollen. Ebenso wenig die Liniendicke, sondern wir wollen, dass die Stiftart eine Linienart ist oder die Stiftattribute eine Linienart ist, 0,25 Strichlinie und die Dicke eben 0,25. Das bestätigen wir mit OK. Hier ändert sich nun alles. Bestätigen es nochmal mit OK und klicken dann auf Aktualisieren. Nun werden die gestrichelten Linien, nun werden die verdeckten Kanten in 0,25 und in der richtigen Linienart dargestellt. Ich bin schon häufig darauf gestoßen, dass das nicht so funktioniert, wie es soll, dass irgendwelche Linien dann komplett gestrichelt dargestellt werden sollen, auch wenn sie größtenteils nicht verdeckt sind. Das kann mal zu Problemen führen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Version besser wird oder mir vielleicht jemand in den Kommentaren erklären kann, wie das richtig funktioniert. Soweit kommen wir bei dieser Aufgabe erstmal zu unserem Ziel.